Ich würde halt übelst gerne so einen richtig fettschlürfenden Schluck von meinem Tee nehmen, aber wie man sehen kann, dampft er noch. Ich habe den gerade frisch aufgegossen und ich werde mir auf jeden Fall nicht für Klicks meinen Mund verbrennen. Sorry. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal und auch zu einem neuen Format. Wir machen heute etwas, das ich vorher noch nie gemacht habe, und zwar ein Make-up-News-Video. Jetzt fragt ihr euch vielleicht: Kathi, du machst doch diese Anti-Holz. Ist das nicht das gleiche wie ein Make-up-News-Video? Schon, aber auch nicht. Unterscheiden tut sich das Ganze nämlich darin, dass wir über neue Brands sprechen werden in diesem Fall. Also Make-up-News, die nicht mit Produktlaunches zu tun haben, sondern damit, dass zum Beispiel Brands ein Repackaging bekommen. Das haben wir hier zweimal. Dass alte Brands wieder auf den Markt kommen, das haben wir hier einmal. Dass neue Brands etabliert werden oder dass zum Beispiel irgendein Celebrity mal wieder meint, er oder sie kenne sich im Make-up-Business genug aus, um Kosmetik zu verkaufen. Und das werden wir ähnlich wie in den Anti-Hauls auf die Art und Weise tun, dass ich euch hier natürlich auch was einblende, also zeige, wenn schon zum Beispiel schon Produkte oder Packaging oder irgendwelche anderen Sachen über die Firma bekannt sind und oder ob es einfach nur Gerüchte sind. Wie immer gilt auch in diesem Videoformat folgender Disclaimer: Wenn ihr von der Person hinter der Brand ein Fan seid, wenn ihr die Produkte einer Brand mögt, wenn ihr das Packaging schön findet, wenn ihr auf irgendeine Art und Weise vielleicht nicht mit meiner Meinung übereinstimmt, dann ist das völlig in Ordnung. Ihr könnt mir natürlich gerne auch Kritik in die Kommentare schreiben, aber bitte bleibt respektvoll. Es ist kein persönlicher Angriff, wenn ich bei bestimmten Sachen sage, interessiert mich einfach nicht oder oh, das finde ich kritikwürdig oder sonstiges. Ich versuche immer gut begründet meine Meinung abzugeben. Es macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, Kritik abzugeben, die nicht gut begründet ist. Einfach nur zu sagen, finde ich scheiße, weil finde ich scheiße, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und damit dieses Intro nicht noch länger wird, without further ado, let's go mit dem Video. Als allererstes fangen wir mit einem Repackaging an, und zwar von Kylie Cosmetics. Das haben sicherlich einige von euch schon mitbekommen. Der liebe Maxim als auch die liebe Lisa haben schon ein Video zu den neuen Produkten oder zu Teilen der neuen Produkten gemacht. Und Maxim hat in seinem Video auch ein Problem, sagen wir mal so, angesprochen, das mit diesem neuen Packaging einherkommt, auf das ich gleich eingehen möchte. Kylie Cosmetics gibt es ja schon ewig lange. Ich glaube, jetzt seit 2018 ist das ewig lange. Es fühlt sich auf jeden Fall ewig lange an. Und als allererstes sind sie ja mit den Lip rausgekommen. Denn Kylie war eine der InfluencerInnen, die zuerst Lipfiller benutzt hat und die aufgespritzten Lippen bzw. auch das Übermalen der Lippen, um diese noch mehr zu betonen, total en vogue gemacht hat. Für ihre Lippen ist sie ja quasi auch bekannt. Das finde ich immer so lustig, weil eigentlich müsste ihr Schönheitschirurg für die Lippen bekannt werden, oder? Oh, by the way, no surgery shaming an dieser Stelle. Ich bin absolut dafür, dass jeder und jede mit ihrem Körper machen kann, was er oder sie möchte, solange man niemandem anders damit wehtut und oder seiner Gesundheit schadet. Von daher, please no shaming about fillers in the comments, da bin ich komplett raus. Jedenfalls ist sie damals mit diesem Packaging, das so diese Drips hatte, der Mund, an den diese Drips runtergelaufen sind, rausgekommen. Und sie hatten vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass sie eben ein Repackaging machen. Jetzt erwarte ich von einer globalen, Milliardenumsätze machenden Brand wie Kylie Cosmetics eigentlich, dass ein Repackaging etwas ist, das wirklich, naja, revolutionär ist vielleicht zu krass gesagt, aber doch schon revolutionär ist. Also ein Repackaging, das zwar vielleicht an alte Dinge noch anlehnt, aber das eben einfach sonst komplett neu konzipiert wird. Es ist natürlich auch so, dass als neu startende Brand, egal wie viele Millionen da im Hintergrund sein mögen, dadurch, dass Kylie eben zum Beispiel und der Jenner-Clan oder Jenner-Kardashian-Clan, Kardashian-Jenner-Clan, wie auch immer dahinter steht, dass man erstmal mit kleinen Dingen anfängt, dass man ein bestimmtes Packaging benutzt, das sehr Standard ist, also und dass man dann vielleicht einfach auch Geld investiert in neue Formulierungen, aber auch in neues Packaging und so weiter und so fort. Sie sind allerdings mit neuem Packaging rausgekommen, dass es hat zwar das ähnliche Flair wie das alte Packaging, also die Drips sind beibehalten worden, es ist jetzt halt Babyrosa, aber ansonsten ist das absolut Standard. Und das finde ich tatsächlich schon etwas kritikwürdig. Denn ich denke mir, eine, wie gesagt, Milliardenumsätze machende Brand wie Kylie Cosmetics sollte eigentlich in der Lage sein, jemanden zu beauftragen, einen Designer, eine Designerin, die vielleicht neues und nicht so standardmäßiges Packaging raushaut. Denn diese Components, in die sie jetzt ihre Produkte reinpressen, sind welche, die wirklich komplett 0815 sind. Auch Maxim hat es in seinem Video gezeigt, hinten sind dann Sticker drauf, um zu sagen, welches Produkt es ist. Das heißt, es ist nicht mal irgendwie besonders
individualisiert worden oder sonstiges, sondern es ist wirklich einfach Standard-Packaging. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Gewinnmarge der Firma Kylie Cosmetics größer wird, dadurch, dass sie nicht viel Geld für Packaging, das nicht standardmäßig ist, ausgeben müssen. Brands wie Luna Beauty von Manny MUL zum Beispiel sind da meiner Meinung nach große Vorreiter, die sowohl in ihren Lipgloss als auch Liquid Lipstick-Komponenten als auch in ihrem Packaging-Design unfassbar große Sprünge gemacht haben und da wirklich das Standard auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Und meiner Meinung nach sollte gerade Kylie Cosmetics gegenüber einer Indie-Brand wie Luna Beauty einen großen Vorteil haben, nämlich, dass sie die Financial Resources haben, um da eben besseres Packaging zu machen. Was sie allerdings gemacht haben, und das möchte ich auch lobend erwähnen, ist, dass sie die Formulierungen geändert haben. Sie sind jetzt komplett vegan, cruelty-free, ohne Parabene und glutenfrei. Und auch die Longevity des Make-ups soll länger sein, also mindestens 8 Stunden zum Beispiel Wear-Time auf die Liquid Lipsticks haben, was natürlich auch Sinn macht, denn für die Liquid Lipsticks sind sie im Endeffekt am Anfang bekannt geworden. Das finde ich persönlich einen sehr, sehr guten Ansatz. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie die ganzen Formulierungen auf vegan und cruelty-free umstellen mussten, dass eben das Packaging da so ein bisschen hinter zurückgeblieben ist. Denn neue Formulierungen und Produktionen, vor allen Dingen von Formulierungen, die eben sowas wie vegan und cruelty-free berücksichtigen, sind immer teurer, als wenn man Produkte rausbringt, die das eben nicht berücksichtigen. Und vielleicht ist es deswegen etwas hinten rübergefallen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, come on, du bist Kylie Jenner, you've got the money, like seriously. Für mich persönlich ist die Marke nach wie vor etwas, das mich persönlich gar nicht interessiert. Von daher, hard pass for me on that. Allerdings, wenn ihr Kylie Cosmetics kaufen wollt, es gibt sie jetzt bei Douglas. But I wouldn't recommend it. Anyways. Dann ist außerdem eine neue Brand announced worden, und zwar Kylie Baby. Auch diese natürlich in Zusammenhang mit Kylie Jenner von dem Kardashian-Jenner-Clan. Und Kylie Baby soll eben eine Baby-Marke werden. Sie haben aktuell fast 1 Million Abonnenten auf Instagram, ohne auch nur einen einzigen Beitrag hochgeladen zu haben. Would love the same for me, but I can't say the same. Ach ja, kleiner Einwurf an dieser Stelle. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das super gerne. Ich würde zumindest gerne die 10.000 irgendwann mal knacken. Das wäre mega nice auf jeden Fall. Was genau Kylie Baby alles beinhaltet, ist noch nicht so bekannt. Auf Trendmood wurde ein bisschen spekuliert darüber. Das heißt, alle Angaben sind ab jetzt ohne Gewähr, denn sie selber haben darüber noch gar nichts gepostet. Der Hinweis Kylie Baby lässt natürlich darauf vermuten, dass es um Babyprodukte geht wie, keine Ahnung, Skincare, Haircare, Strollers, also alles Mögliche, was sich eben um das Thema Baby dreht. Und es würde ja auch Sinn machen, denn Stormy, die Tochter von Kylie, ist in diesem Kontext auch getaggt worden. Also die Kylie Baby Marke wurde von Kylie eben auf einem Foto von ihrer Tochter getaggt, sodass sie wahrscheinlich auch modelt dafür. Ich weiß es nicht genau. In dem Fall sitzt Stormy in einer Badewanne und es steht da Bath Time with Ed Kylie Baby, also wahrscheinlich auch Badewannenprodukte, Zusätze, sonstiges. Ich bin sehr gespannt, wie da die Formulierung ist, denn das Problem bei Kylie Cosmetics und auch bei Kylie Skin meiner Meinung nach ist, dass viele Produkte extrem parfümiert sind. Gerade bei Skincare-Produkten finde ich das meistens sehr unangenehm, weil sie potenziell immer die Haut mehr reizen, als wenn keine Duftstoffe drin sind. Egal, ob sie jetzt deklarationspflichtig sind oder nicht. Bei den Deklarationspflichtigen ist halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine allergische Reaktion auftritt. Und deswegen muss das auch gekennzeichnet sein. Dazu kann ich allerdings noch nichts sagen. Das werden wir in Zukunft sehen. Und ja, es gibt auch noch kein Datum dazu, wann es rauskommen soll. Von daher, we'll see about that. Dieser Rebranding-Train scheint einer gewesen zu sein, der den kompletten Kardashian-Jenner-Clan mitgenommen hat. Denn auch Kim Kardashian West hat mit ihrer KKW Beauty Line ein Rebranding gemacht. Auch da wurde dann ein riesengroßer Sale auf deren Website gemacht. Viele Leute haben sich dann zum ersten Mal Produkte davon gekauft, denn wir können KKW Beauty aktuell nur aus den USA bekommen. Das heißt, sie müssen auch verzollt werden und das Shipping ist meistens relativ hoch. Ich weiß zum Beispiel, dass Maxim auch dort einige Sachen bestellt hat. Dort könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen auf seinem Kanal. Ich lasse den Link sehr gerne unten. Und sie haben gesagt, dass sie eben nun 4 Jahre existieren und deswegen beschlossen haben, dass sie eben ein Rebranding auch nötig haben. Das scheint auch ein bisschen damit zu tun zu haben, dass die Investoren von KKW Beauty und Kylie Cosmetics anscheinend sich geändert haben. Wahrscheinlich war dann einfach sozusagen so ein New Year, New Meeting am Laufen. Und die meisten Sachen von KKW Beauty sind mittlerweile ausverkauft. Ich lasse euch die Website trotzdem gerne unten, falls ihr davon was kaufen wollt. Mich persönlich hat es nicht interessiert, deswegen habe ich, obwohl teilweise auch 60% oder 70% Rabatt auf die Produkte waren, nichts davon gekauft. Die Kardashian-Jenners sind für mich einfach nicht besonders interessant. Es ist immer mal wieder so, ah ja, okay, das gibt's.
Okay, cool. Und das ist dann alles, was ich dazu sagen kann. Aber ich wollte euch natürlich gerne wissen lassen, dass das gerade ein Ding ist. Außerdem ein kleiner Kritikpunkt noch an Kylie Cosmetics, denn viele der Formulierungen haben sich geändert, aber anscheinend auch die Farben. Angeblich ist ja das Standardsortiment von Kylie Cosmetics komplett übernommen worden, trotz der neuen Formulierung. Aber wenn man zum Beispiel die Farben Candy K vor und nach der Reformulierung anschaut, als auch zum Beispiel nach dem Rebranding, also da gibt es eine erste Formulierung, zweite Formulierung, als auch die Rebranding-Version, das sind drei unterschiedliche Farben. Sie sind nur slightly anders, aber ich kenne das ja selber auch, dass man manchmal genau diese Farbe eben behalten möchte. Das finde ich persönlich sehr schade. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Inhaltsstoffe eben andere sind. Wahrscheinlich schon, ob es an der Pigmentierung oder sonstiges lag, weil es eben jetzt vegan und cruelty-free sein soll. Aber da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr also bestimmte Sachen von Kylie Cosmetics schon habt und die euch gefallen und ihr die Farbe nachkauft, kann es sein, dass die Farbe aktuell anders aussieht, als wie ihr es gewohnt seid. Schaut da einfach super gerne die Reviews aller Leute, die dazu ein Video gemacht haben. Ich gehöre wie gesagt nicht dazu, aber da gibt es bestimmt Tausende, gerade in dem US-amerikanischen Bereich. Also da findet ihr sicherlich was. Wo wir eh von Reality-TV-Stars bzw. generell Stars, in diesem Fall aus der Musikbranche, sprechen. Und zwar hat Rihanna, Queen Riri, ihr komplettes Sortiment erweitert um eine Fragrance-Reihe. Das heißt, auch sie macht genau wie Kim Kardashian West, die ja KKW Beauty hat, als auch die Fragrances, jetzt mittlerweile in Parfum. Und das erste Fenty Eau de Parfum heißt Bridgetown. Das ist mittlerweile auch schon erhältlich. Leider aktuell noch nicht auf Sephora.de, aber auf der Sephora.com-Seite. Von der kann man leider nicht nach Deutschland bestellen. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das gerade anderswo bestellen kann, außer vielleicht auf der Fenty Beauty-Seite selber. Es soll ein sehr schweres Parfum sein. Es soll ein Parfum sein, das sehr viel Oud- und moschuslastige Anteile hat. Meine Freundin Ariel Monet hat es auf ihrem Kanal und auch auf ihrem Instagram-Profil schon geteilt. Das heißt, dazu die Links lasse ich euch super gerne unten. Sie macht super gerne so Fragrance-Reviews und sie ist jemand, der ich absolut vertraue, was das angeht. Die Beschreibung, also wie ein Parfum für sie riecht, sind für mich immer super aufschlussreich darüber, ob ich etwas haben möchte. Ich persönlich muss sagen, so sehr holzige Düfte sind nicht meins. Ihr wisst, ich mag lieber Sachen, die entweder so fruchtig sind, ein kleines bisschen süß oder eben halt in diese pudrig, sehr frische, frisch gewaschene Wäsche Duftrichtung. Das heißt, diese Fragrance ist, glaube ich, nicht für mich. Was ich sehr schön finde, ist das Design der Bottle. Das heißt, der Flakon hat so eine, finde ich, super klassische Parfum-Flakon-Form. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist so super klassisch, es ist schick, es ist elegant, es ist trotzdem simpel. Und ja, wenn man es anschaut, denkt man sofort an ein Parfum. Ich finde es einfach sehr interessant, in welche Richtung es jetzt geht. Das Einzige, was ich davon wirklich ganz, ganz erschreckend finde, ist, dass die 75 Milliliter 120 Dollar kosten. Es soll außerdem noch ein bisschen Blaubeere mit drin sein, bulgarische Rose, Patchouli und auch Magnolie. Das heißt, es ist insgesamt ein sehr, sehr schwerer Duft. Ich persönlich muss sagen, pass for me on that. Aber falls ihr euch das interessiert, Augen offen halten, wird wahrscheinlich genauso wie Fenty Beauty und Fenty Skin auch irgendwann zu Sephora.de kommen und dann für euch auch einfacher erhältlich sein. Dann gab es ewig lange Gerüchte darum, dass Marc Jacobs Beauty genauso wie Becca Cosmetics out of business geht. Das ist tatsächlich nicht richtig, sondern Marc Jacobs hat gesagt, dass sie aufgrund der vertraglichen Lage, in der sie sich gerade befinden, eben nach einem neuen Investor suchen. Sie gehören normalerweise zur Kendo-Gruppe und am Ende diesen Jahres läuft deren gemeinsamer Vertrag aus. Marc Jacobs Beauty scheint damit nicht mehr so zufrieden gewesen zu sein mit den Konditionen, unter denen sie vertraglich verbunden sind und sucht deswegen eben einen neuen Kooperationspartner. Haben aber auch ganz direkt gesagt, dass sie nicht aufhören werden, ihre Produkte zu produzieren. Das heißt, ihr müsst jetzt keinen Panikkauf oder sonstiges machen. Die Frage ist nur, unter welchen Umbrella sie im Endeffekt wiederkommen. Marc Jacobs Beauty ist ja auch extrem high-end. Es gibt viele Produkte, die sehr cool sind. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, sind die Highliner und Fineliner. Das sind mitunter die am längsten tragbaren Kajal-Eyeliner, die ich jemals benutzt habe. Sie sind natürlich auch ziemlich pricey, genauso wie die Urban Decay 24/7 Glide-On-Pencils. Auch die sind super long-lasting. Aber ich finde, da lohnt sich auch die Investition. Denn man hat wirklich mehrere Stunden was davon. Als auch zum Beispiel der sehr bekannte Coconut Primer, bin ich persönlich kein Fan von, weil es mir einfach zu viel Parfümierung ist. Das mag ich nicht, aber viele Leute mögen den sehr gerne. Und auch natürlich zum Beispiel der Tintastic Bronzer. Also dementsprechend, falls ihr davon irgendwas habt, was euch extrem gut gefällt, no worries needed. Sie haben gesagt, dass sie weiter in Business sind und es wird eben, wie gesagt, ein Update dazu geben, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist. Natürlich wäre es dann auch spannend zu schauen, ob sie es ähnlich wie Kylie Cosmetics und KKW Beauty auch so machen, dass sie direkt ein Rebranding machen, also dass sie neues Packaging oder sowas dazu bekommen. Sie haben ja sowieso ein bisschen
angefangen auszutauschen von diesem schwarzen Packaging, was sie vorher hatten, hin zu einem weißen Packaging, um so ein bisschen more sleek und elegant zu sein. Könnte natürlich sein, dass sich das auch noch ändert, aber wie gesagt, die Produkte werden weiterhin verfügbar sein, also no panic. Ein weiterer Celebrity, der mit seiner eigenen Marke rauskommen soll, gerüchteweise zumindest, scheint Harry Styles zu sein. Harry Styles hat ja unter anderem auf mehreren Covern von großen Modemagazinen auch zum Beispiel Röcke getragen oder Kleider getragen. Er trägt oft lackierte Fingernägel und sagt auch, dass er selber auch experimentieren mag mit Make-up. Das heißt, das ist einer dieser Celebrities, bei denen ich mir denke, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass er das macht. Und es ist natürlich auch noch ein männlicher Celebrity. Von daher finde ich, kann er, glaube ich, für eine junge Generation von heranwachsenden Männern und Frauen natürlich auch ein großes Idol sein in dieser Hinsicht, dass so die Gender-Stereotype von nur Frauen tragen Make-up und Männer dürfen das nicht faszinierend finden oder Männer sollten so und so angezogen sein, aufgebrochen werden. Und Harry Styles ist ja sowieso generell so eine Mode- und Fashion-Ikone. Ist für mich persönlich nicht unbedingt super ansprechend, aber ich finde es cool, was er macht und die Message, die er mitbringt. Es soll unter anderem kosmetische Produkte geben, als auch Parfum. Und die Marke heißt Pleased as Holding. Ich bin also sehr gespannt, was dabei noch alles rauskommt, ob wir die auch nach Deutschland bekommen können. Wann die rauskommt, ist noch nicht confirmed. Aber ich denke, das wird durch alle Medien gehen, sobald das irgendwie veröffentlicht wird und sobald es gelauncht wird. Und ich finde es generell cool, wenn gerade so junge Celebrities, die wahrscheinlich unter wahnsinnigem Druck stehen, bestimmten Gender-Stereotypen oder generell Stereotypen irgendwie gerecht zu werden, diese aufbrechen und damit eben für eine ganze Generation von Leuten, die zu ihnen aufschauen, auch möglich machen, dass sie eben selber in ihrem Denken weiterkommen. Von daher, you go, Harry Styles. Etwas, was ich persönlich ganz, ganz schwierig finde, ist Marketing, das speziell sich auf Männer bezieht. Ich habe zwar gerade gesagt, dass ich es gut finde, wenn Stereotype aufgebrochen werden, wenn zum Beispiel Männer eben auch Make-up tragen, ob das nun zum Beispiel Maxim ist oder andere männliche Influencer. Es ist nun mal einfach eine Sache, dass gerade das Marketing sich aktuell sehr darauf spezialisiert, diese Gender-Stereotype zu wiederholen, indem zum Beispiel bestimmtes Packaging dann for men drauf hat oder indem bestimmtes Packaging dann for men gemacht worden ist, indem es zum Beispiel männlicher aussehen soll. Irgendwie, by the way, quotation marks for all of this. Ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und dazu gehört eben auch diese Marke, die heißt tatsächlich auch schon Hims. Also im Sinne von ein Wortspiel zu his oder him bezüglich männlicher Pronomen. Und die haben sich zusammen mit dem Star A-Rod getan. Das ist ein ehemaliger US-amerikanischer Baseballspieler mit dominikanischer Abstammung. Und sie haben zusammen einen Blurstick rausgebracht. Er ist, glaube ich, aktuell mit Jennifer Lopez verheiratet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder war mal mit Jennifer Lopez verheiratet, irgendwie sowas. Und sie haben einen sogenannten Blurstick entwickelt, der halt auch in so einem typisch männlichen Packaging ist, weil diese Marke sich auch eben genau dahin richtet. Auf der einen Seite finde ich es cool, weil es vielleicht auch die Hemmschwelle, Make-up-Produkte zu kaufen und auch zu benutzen für Männer herabsetzen könnte. Auf der anderen Seite denke ich mir, Make-up is for everyone and Make-up has no size. Von daher denke ich, dieses Packaging Richtung Männer können das jetzt eher kaufen zu setzen, wiederholt eigentlich die Stereotype, aus denen wir ausbrechen wollen. Und ich finde halt auch, dass dieses Marketing zu sagen, es ist ein Blurstick, anstatt einfach zu sagen, naja, es ist halt ein Concealer-Stick, was es im Endeffekt auch ist. Denn es soll zum Beispiel auch für unter den Augen benutzt werden oder um zum Beispiel Pickel abzudecken. Und welches andere Produkt macht das eben so sehr wie ein Concealer? Ich glaube keins. Es soll eine Sweatproof-Formula sein und auch nicht zu hohe Deckkraft haben, damit es eben nicht so doll auffällt. Und ich finde es halt, wie gesagt, auf der einen Seite sehr cool, dass es immer mehr solche Produkte gibt und dass es auch immer mehr in diese Richtung geht, dass das für alle Gender sozusagen ist. Gleichzeitig habe ich aber auch Angst, dass solche Sachen eben diese Gender-Stereotypen wiederholt. Und bevor ich mich jetzt noch zum 300. Mal wiederhole und Gender-Stereotype sage, würde ich sagen, wir gehen weiter. Lasst mir dazu aber super gerne eure Meinung in den Kommentaren, weil ich finde, das ist so ein ganz schwieriges Thema und ich meine, ich spreche ja nun als Frau in der Beauty-Community davon, das heißt, wenn ich männliche Zuschauer habe, schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das Gefühl habt, ja, das wird so extra für mich vermarktet, das finde ich gut, weil das meine Hemmschwelle runtersetzt, oder habt ihr das Gefühl, naja, dadurch wird wieder so separiert in, das dürfen Männer benutzen und das heißt aber auch, dass alle anderen Make-up-Produkte, die nicht extra männlich vermarktet werden, nicht benutzt werden dürfen von Männern, schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, denn diese Diskussion finde ich sehr, sehr wichtig.
Dann kommen wir zu einer Marke, die ich tatsächlich noch nie gesehen, gehört habe, von einer Influencerin, von der ich auch noch nie was gesehen oder gehört habe, die, wie ich mit Erschrecken feststellen musste, allerdings 2,3 Millionen Abonnentinnen auf Instagram hat. Nicht zu meinem Erschrecken, weil es zu viele sind, sondern ich habe immer das Gefühl, eigentlich müsste ich solche Leute kennen, weil ich mich ja selber in der Szene bewege. Es hat sich dann aber auch schnell rausgestellt, warum das der Fall ist, denn es ist eine französische Bloggerin mit dem Namen Sananas106 auf Instagram. Die ist, wie gesagt, in Frankreich geboren, aktuell 32 Jahre alt, und sie hat eine neue Brand gegründet, und zwar Otrera Beauty. Und die sind mit Packaging rausgekommen, das auf der einen Seite sehr schlicht aussieht, finde ich, und auf der anderen Seite super spannend, denn sie haben, ähnlich wie Fenty Beauty, sich so ein bisschen an geometrische Formen rangetraut, also an so eine Art Dreieck, wo die Ecken aber noch abgekantet sind. Dann eine Palette dazu gemacht, die ich vom Inhalt her ganz spannend finde, weil es sind zwar viele Shades, die man eben auch generell im Alltag nutzen kann, aber es sind auch einige sehr spezielle Shades dabei. Zum Beispiel dieses schöne Emerald Green, dann ist da so ein leuchtendes Lavendel, dann sind da zum Beispiel dieses richtige Gold, was da mit drin ist. Also spannende Farben. Und auch wie die Palette vom Packaging her aufgebaut ist, dass man sie auseinanderklappen kann und dann zweiseitig die Palette hat, als auch noch als drittes einen Spiegel mit dazu, finde ich ganz spannend. Ob das dann sehr bulky ist, I don't know. Ich weiß auch nicht, ob sie das Packaging vielleicht so ein bisschen abgeguckt haben von Jeffree Star Cosmetics, denn der hat ja auch so bulky Packaging ganz oft gemacht. Also bei dem ist ja Packaging Goals immer auf jeden Fall erfüllt gewesen. Man kann wirklich über ihn sagen, was man will. Aber Packaging-wise war er immer vorne mit dabei. Sie haben außerdem einen Sponge rausgebracht, beziehungsweise so ein... Das sieht aus wie von Tati Beauty, der Blendeful, so ein kleiner Powder Puff, aber eben halt als Sechseck und nicht in dieser tropfenförmigen Form. Diese Beginning-Palette gibt es mittlerweile schon. Sie kostet 49,90 Euro. Also es ist auch in Deutschland erhältlich über die französische Website von denen. Schreibt mir super gerne mal unten rein, ob ihr das Gefühl habt, also ob ihr die kennt oder ob euch die schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Die Brand Otrera ist übrigens benannt nach der ersten Amazon-Kriegerin. Und Sananas hat dazu gesagt, dass sie sehr gerne Women Supporting Women eben dadurch bestärken möchte. Also, dass Strong Womanhood sozusagen dadurch auch übertragen werden soll. Und dass sie eben nicht nur solche easy wearable Shades haben wollte, sondern dass man sich auch selber ausdrücken kann. Finde ich ziemlich cool. Gerade als erste Palette ist das, glaube ich, immer schwierig, sich zu überlegen, was man da haben möchte. Dann ist Eye Primer mit rausgekommen, passend zu der Palette mit dazu. Auch das ein Produkt, das, glaube ich, eher selten als allererstes gelauncht wird. Und da sind 5 verschiedene Farben drin. Sie kosten jeweils 19 Euro. Es ist eine vegane Formulierung mit Hyaluronsäure und soll halt genau wie alle anderen Eyeshadow Primers halt auch den Lidschatten weiter nach vorne holen. Dann der 4K Sponge, von dem ich gerade gesprochen habe, der 13 Euro kostet. Und ein Set von Face Brushes, die ebenfalls vegan sind, wo ich sagen muss, sehen schön aus, also ist so vom Stil her sehr elegant und ich finde auch sehr erwachsen. Generell das ganze Packaging sieht sehr erwachsen aus. Gleichzeitig haben wir dann so ein bisschen diese Freaky Colors mit dabei. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das irgendjemand in Deutschland überhaupt interessiert. I don't know. Denn auch wir haben natürlich in Deutschland InfluencerInnen, die gerade nur für eine deutsche Audience besonders interessant sind. Schreibt mir deswegen sehr gerne in die Kommentare, ob ihr sie kennt, ob ihr schon mal was von ihr gehört, gesehen habt, ob ihr Content cool ist, ob man sich das mal angucken sollte und auch natürlich, ob ihr zum Beispiel die Brand kennt. Und last but not least kommen wir zu einem Relaunch und zwar von MAC Beauty. MAC Beauty ist eigentlich 2013 gelauncht worden, sind jetzt aber wieder rausgekommen 2021 und mit einem modernen Twist. Also sie haben sich vorgenommen, dass die Formulierungen geupdatet werden sollen, dass das Packaging angepasst werden soll. Und das finde ich ganz cool, weil ich glaube, dass das als Brand, die schon so ein bisschen alt eingesessen, würde ich jetzt nicht sagen ist, aber die schon ein bisschen Geschichte auf dem Buckel hat, nicht ganz so einfach ist, zu sagen, wir machen was komplett Neues wieder daraus. Aber dass das absolut wichtig ist, um zum Beispiel auch eine jüngere Audience ansprechen zu können, als auch immer mal wieder positiv zu überraschen bei den Leuten, die schon länger mit dabei sind. Die Gründerin davon heißt Carrie Barber und ich finde es schön, dass wir gerade über so viele Produkte sprechen, die gerade von Frauen eben auf den Markt gebracht werden. You go women zum Thema. Es soll modern Skincare sein und Make-up Essentials enthalten, also nicht so super krasse Make-up-Produkte rausbringen, die irgendwie wahnsinnig revolutionär sind, sondern mit Ingredients, die besonders schonend oder zum Beispiel pflegend für die Haut sind, unter anderem eben auch Lipglosse, die da zum Beispiel mitkommen. Dann zum Beispiel tiefen
feuchtigkeitsspendende Cremes und ähnliches. Und ich finde, das sieht ziemlich teuer aus. Ziemlich schön, aber ziemlich teuer. Sie haben auch einige Säurepeelings zum Beispiel dabei. Ein AHA, ein BHA. Also insgesamt sehr interessant. Auch richtig spannend finde ich zum Beispiel das Make-up Removing Oil, das auch speziell so formuliert sein soll, dass es eben SPF, also Sonnenschutz, mit runterkriegt. Denn Sonnenschutz ist ja unter anderem etwas, das manchmal ein bisschen schwerer zu entfernen ist als zum Beispiel generell Make-up. Also ich finde, das ist ungefähr so schwer, Sonnenschutz zu entfernen, also gründlich von der Haut zu bekommen, wie zum Beispiel Waterproof-Mascara, wenn sie sich nicht leicht abwaschen lässt. Und deswegen sehr interessant alles. Ich finde, die Preise sind deutlich günstiger, als das Packaging aussieht. Das ist etwas, das ich immer sehr schätze, wenn das Packaging sleek ist, aber nicht noch extra auf die Preise mit draufgehauen wurde. Ja, und ich weiß nicht, ob man es in Deutschland bekommen kann, außer über die Website. Soweit ich es gesehen habe, allerdings nicht. Finde ich aber spannend. Und ja, mal gucken, wie die sich machen mit ihrem Rebrand auf jeden Fall. Ich hätte noch einige mehr Brands auf meiner Liste, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Aber ich filme jetzt schon wieder 40 Minuten und dieses Runtereditieren wird mal wieder ein riesiger Spaß mit den ganzen Screenshots. Wenn euch dieses neue Format gefallen hat, dann lasst mir das super gerne in den Kommentaren. Dann mache ich auch gerne daraus, genau wie die Anti-Hauls, eine regelmäßige Sache. So meinetwegen einmal oder zweimal vielleicht im Monat. Denn Beauty-Brands wachsen aus der Erde wie Pilze an einem feuchten Herbsttag. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin geschaut haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder den Daumen gerne ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Und abonniert auch super gerne den Kanal, dann seid ihr bei weiteren Anti-Hauls, Make-up-News und sonstigen Sachen mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!